Der klapperdürre Igel. Ein junger Igel lebte im Brombeergebüsch. Er war dick und kugelrund wie alle Igel. Als er eines Tages durch die Hecken streifte, lief ihm eine Spitzmaus über den Weg. Der Igel sprang zu, um das Tier zu fangen, aber die Maus war schneller und schlüpfte in ein Mauseloch. Und da dachte der Igel, was bin ich doch für ein dicker, ungeschickter Kerl. Alle Igel sind plump und unbeholfen. Tja, wenn ich so schlank wie eine Spitzmaus wäre. Ja, das wäre eine Lust. Zu Hause sagte er zu seiner dicken Igelmama, ab heute wird nichts mehr gefressen, denn ich will so schlank wie eine Spitzmaus werden. Ich geht, sagt die Igelmama entsetzt, was du für Einfälle hast. Kein Igel ist so schlank wie eine Spitzmaus. Überhaupt ist eine Spitzmaus ja kein Umgang für Igel. Die ist zu mager, um von uns gefressen zu werden. Ja, da lobe ich mir doch die dicken, fetten Kröten. Ach, die Kröte ist ein hässliches Tier, sagt der junge Igel. Und warum ist sie hässlich? Weil sie so dick ist. Die ist so dick wie ein Kieselstein und hässlich wie die Nacht. Von einer Spitzmaus wird niemand behaupten, dass sie hässlich ist. Sie ist flink und schön. Und von reizender Gestalt. Ach, du redest, wie du es verstehst, sagt die Igelmama und machte sich über ein fettes Ackerschneckengericht her. Dem jungen Igel drehte sich fast der Magen um, als er die alte Igelin schmatzen hörte. Von Stund an rührte er keinen Bissen mehr an. Er fraß keine fetten Feldmäuse mehr, auch keine Frösche und Kröten. Keine Schlange schmeckte ihm. Er fraß keine Raupen und Käfer und grub auch nicht mehr nach Engerlingen. Der Igel hungerte. Er scharrte keine Wurzeln mehr aus der Erde und benagte nicht mehr das Fallobst im Grasgarten. Selbst die Milch, die die Frau des Bauern den Igeln in einem Schälchen auf die Tenne stellte, berührte er nie. Er trank nur klares Wasser aus dem Bach und jeden dritten Tag aß er eine unreife Pflaume. Um sich am Leben zu erhalten. Denn das wusste der Igel. Wer überhaupt nichts mehr aß, ja, der musste sterben. Und der Igel wurde dünner und dünner. Und bald hatte er gar kein Fleisch mehr auf den Knochen. Und seine Borsten sahen aus wie rostiger Stacheldraht. Wenn er durchs Gebüsch schlich, schwankte er hin und her, so schwach war er geworden. Vor Hunger konnte er gar nicht mehr geradeaus gehen. Aber der Igel glaubte, jetzt viel, viel schöner zu sein. Als er wieder einmal durchs Gebüsch schlich und ihm vor Schwäche fast schwummerig vor den Augen wurde, stand plötzlich ein großer Fuchs vor ihm. Der Igel war so erschrocken, dass er sich gar nicht mehr zu einer Kugel zusammenrollen konnte, um so in Abwehrstellung zu gehen. Der Fuchs stieß ihn mit der Schnauze an. Da fiel der Igel auf den Rücken und streckte die Beine von sich. Jetzt hat mein Stündlein geschlagen. Jetzt wird der Fuchs mich fressen, dachte er und zitterte am ganzen Leib. Der Fuchs beroch den Igel. Dann schüttelte er seinen roten Fuchskopf und sagte, nein, dich fresse ich nicht. Du bist ja ein richtiges Klappergerüst. Sicher hast du eine ansteckende Krankheit, weil du so dürr bist. Ich will mir nicht meinen empfindlichen Magen durch schlechte Kost verderben. Mit diesen Worten ließ der Fuchs vom Igel ab und trollte sich. Mit letzter Kraft raffte sich der Igel auf und lief nach Hause, so schnell ihn seine schwachen Igelbeine tragen konnten. Endlich war er in Sicherheit. Ach, du wirst dich noch zugrunde richten, schimpfte die Igelmama. Solch einen Igel wie dich habe ich mein Lebtag nicht gesehen. Du scheinst vollkommen aus der Art geschlagen zu sein. Da sagt der Igel, gib mir schnell eine ganz große Portion Schneckensalat, damit ich wieder zu Kräften komme. Und dann erzählte er das schreckliche Erlebnis mit dem Fuchs. Es hat noch nie einen Igel gegeben, der so schlank wie eine Spitzmaus war, sagt die Igelmama. Igel haben dick und rund zu sein. Und ich hoffe nur, dass du jetzt recht viel frisst, um auch wieder dick und fett zu werden. Die Igelmama freute sich von ganzem Herzen, dass der junge Igel von seinem Wahn geheilt worden war. Und der Igel, er fraß und fraß
dass es eine Freude war. Bald bekam er wieder Speck auf die Rippen und hatte wieder einen kugelrunden Igelbauch.